Hallo meine Freunde, da jetzt habt ihr euch aber erschrocken, weil ich so gemacht habe, ne? Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Vorschlägen. Name soll ich auch nicht sagen, also zumindest steht das nicht mit dabei, deshalb sage ich den Namen nicht. Mache ich sehr gerne, Grüße gehen raus und es geht weiter mit YouTube-Kacke, die Tagessoße. Hey, da freue ich mich schon drauf. Aber ich muss mal ganz kurz eine Real-Life-Story erzählen, kennt ihr das? Ich hole mir jetzt momentan immer Toastbrot, ne? So, weil ich esse meistens immer nur abends oder früh oder halt mal zwischendurch auf Arbeit, aber ganz, ganz selten. Also wirklich immer nur abends. Also wirklich abends ist der einzige Punkt, wo ich da esse, ne? Und jetzt habe ich mir mal so angewöhnt, immer mal so Toastbrot zu holen und mir Schokolade drauf zu schmieren. Und ich habe mir gestern ein Glas geholt. Das ist kein Witz. Das Glas ist fast wieder leer. Ich mache immer so viel Schokolade. Immer schön mit dem Messer rein, draufpappen. Ist immer so viel Schokolade drauf. Ich habe es auch heute früh gemerkt, wo ich auf Toilette gegangen bin. Wollte so meine Haare machen. Und da war mein ganzes Gesicht voll Schokolade. Ja, gut. Wollte schon mal sagen, seid nicht so wie ich. Vor allen Dingen, weil das auch nicht gesund ist, so viel Schokolade zu essen und geht ganz schön aufs Geld, weil ich muss am Montag wieder mir ein neues Glas holen. Gut, jetzt geht's los. Für Neulinge. Dieses Video soll jeden... Hallo? Dieses Video soll jeden beleidigen und dient nicht zur Unterhaltung. Ne? Gut, da wissen wir Bescheid. Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Man zählt sich, es sei Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Alter. Aber... Ey, stellt euch mal vor, so wäre die Tagesschau, das wäre halt mal so unfassbar witzig. Ich glaube, irgendwo sind im asiatischen Raum, ich denke dann aber eher schon so Südkorea und China. Ich glaube, da ist es doch normal, weißt du, da ist die Tagesschau doch bestimmt so. Unser Chefsprecher Jan Hofer wird zum Jahresende nach 35 Jahren bei der Tagesschau in den Ruhestand gehen. Das stimmt, aber noch bin ich hier. Das ist wie geil, das denn? Das geht ab, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ich habe die WhatsApp-Nummer von Bundeskanzlerin Merkel im Internet veröffentlicht. Da hat Frau Merkel über 6 Milliarden Nachrichten auf ihren Smartphone bekommen und mir mit geballter Faust ins Gesicht geschlagen. Merkel informiert jetzt live aus Berlin in einer Fernsehansprache darüber, auf welche Weise sie den Kampf gegen mich fortsetzen will. Den Kampf gegen mich. Wieso? War die ganze Zeit. Warte mal, von wem kam das jetzt? Warte mal. Unge, dieser war ich es nicht. Jan Hofer. Ah, genannt, Wieso zerstört das Kanzlerhandy. Unge, dieser war ich es nicht. Merkel, wait. Ah, schön. Mein Telefon vibriert. Für den Bam hat auch noch die ganze Zeit. Und das nur wegen diesem Kapdarsch, Jan Hofer. Ich werde Ihnen einen Besuch abstatten und Ihnen einen großen Dildo so weit in seinen Arsch stecken, dass dieser Ihnen durch seinen Mund wieder herauskommt. Dann stecke ich ihn in sein eigenes Klo und spüle ihn in die Kanalisation. So's. Hört jetzt auf, mir Nachrichten zu schreiben, ihr Wichser. Ich hasse Deutschland. Ich will keine Bundeskanzlerin mehr sein. Macht den Scheiß doch allein, lol. So's, Alter. Ich bin Batman. Mach den Scheiß doch alleine. Cool, das muss ich schon nochmal hier geben, ey. Das war cool. Und so's. Hört jetzt auf, mir Nachrichten zu schreiben. Ihr Wichser. Ich hasse Deutschland. Ich will keine Bundeskanzlerin mehr sein. Macht den Scheiß doch allein. Lol. So's, Allah. Aber das war ein... Oh, cool, ey. Ich finde das immer...
Ich finde das immer so geil. Eigentlich ist es voll gut zusammengeschnitten, aber hat irgendwie so, finde ich, voll den ernsten Aspekt, ne? Es gibt ja so voll viele, was ich immer mal wieder im Internet lese, so, ja, Merkel muss weg, ne? Das hört man ja überall. Man hört das ja nicht nur, man liest es ja nicht nur im Internet, sondern auf übelst oft auf den Straßen, auf den Demos und sowas. Und das Geile ist immer, wenn man die dann mal so fragt, ja, wen würden sie nehmen, ne? Kommen natürlich ein paar andere, ne? Frau Weidel oder irgendwas, ne? Die lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Oder was würden sie ändern? Ja, ja, also ich würde mit meiner führenden Partei, naja, das für jeden gerecht machen. Jeder kriegt gutes Gehalt. Das sind ja immer so voll geile Vorschläge und sowas, aber so ein Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin gar nicht so viel Macht hat, das wissen ja die meisten gar nicht, ne? Wie schon gesagt, das geht dann ja, ne, gerade mit Pandemiegesetz, es geht ja dann erstmal hier, ne, müssen ja erstmal alle abstimmen, dann muss ja der Bundestagpräsident, der Führende, muss unterschreiben und dann geht das ja meistens dann nochmal zum Bundesgerichtshof, gerade wenn auch mal Klagen und sowas kommen, das wird dann ja da auch nochmal überprüft und. Ne, also viel Macht hat ein Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin gar nicht. Ich bin Batman. Und vor allem, man kann es nicht für jeden gleich gut machen. Und jetzt von mir noch ein Gedicht. Die Amseln haben einen Schaden von Max Lola. Die Amseln haben Alkohol getrunken. In allen Gärten wandeln und kotzen die Amseln. Und alle Menschen nehmen Drogen und scheißen ins Wasser. Im Rauschen sprechen die Bäume. Alle Menschen werden wie Vögel von Jägern abgeschossen. Aus einem Garten strahlen die Atomkraftwerke, Mund scheißen die Amseln strahlende Kacke. Alle Menschen stehen in Flammen, Amseln bringen Menschen und Feuer lebend zusammen. Die Sendung mit der Katastrophe im Haus von Kreativ Putin ist die meistgesehene Sendung Deutschlands. Zunächst gab es nur weniger als 1000 Zuschauer. Die Zahl der Zuschauer auf YouTube ist inzwischen auf 100.000 gestiegen. Herzlichen Dank für die Kommentare. Eigentlich nicht sehr gut, aber musst du schon lachen. Hilfe, was habe ich denn bitte jetzt geschaut? Aua, meine Kindheit. Ach, cool. Ach, nee. Ach, solche Kommentare finde ich immer am geilsten. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken. Alter, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist im Ruhestand. Nein, ich war die ganze Zeit unter dem Tisch. Warum sehen wir uns beim Sprechen eigentlich nicht an? Wir sind Tagesschau-Sprecher. Wir können nur geradeaus schauen. Ach so, ich gehe dann mal wieder unter den Tisch. Oh, wie geil ist das denn zusammengeschnitten? Kreativ Putin ist jetzt auch auf PayPal und Patreon. Mit euren Spenden kann er noch bessere und hochwertigere Kacke produzieren. Das wäre voll cool. Die Lottozahlen. 1, 3, 3, 7. 1, 1, 0. Polizei. Ich habe gerade überlegt, so die gesamte Zahl zusammengerechnet. Hat die eine Bedeutung? 1337110 oder nur halt am Ende 110? Oder hat die ganze Zahl eine. Weil wenn die ganze Zahl eine Bedeutung hätte jetzt, sage ich jetzt mal, wüsste ich nie was. Also 110 natürlich. Polizei. Und nun die Wettervorhersage für heute. Das Tief über Polen sorgt für ergiebigen Regen. Von Westen wie im Osten, vor allem im Süden und Westen, in der Nacht am Tag 17 Schauer, am Tag 16 Schauer und bis 24 Gewitter. Okay. Das unbeständige Wetter dauert also an. In der Nacht regnet es scheiße, im Osten Sachsens und Brandenburgs mitunter kräftig. Am kräftigsten und ergiebigsten regnet es in Schleswig-Holstein. Der Wind weht frisch, Wind im Osten frisch, auf den Bergen Ostsachsens scheißtrocken. Kräftlich. Der Wind weht geschwind. Alter, wie geil ist das? Das Wetter auch am Freitag im Süden und Westen Scheißschauer. Am Samstag kommt das Samst. Am Sonntag kommt das Soos. Riech mir nach!
Ich bin ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein. Geil. Tages. Alter, richtig cool zusammengeschnitten. Ey, hat mir echt gefallen. Ey. Fand ich richtig geil. Ja, und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr mir mehr Vorschläge schicken wollt, bitte über Instagram oder über Twitter nehme ich gerne eure Vorschläge entgegen und ich werde versuchen, schnellstmöglich auf eure Vorschläge zu reagieren. Ja, und wenn ihr erwähnt werden wollt, schreibt das bitte auch mit unter den Vorschlag, weil sonst, ja, weiß ich halt nie, ob ihr erwähnt werden wollt und dann erwähne ich euch lieber nicht. Sonst kriege ich Schläge von euch, Mann. Und ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, genießt das Wetter, genießt den strahlenden Sonnenschein um die Uhrzeit und ja. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.